Wir spielen heute Hide and Seek in einer 5-Millionen-Euro-Villa um 1000 Euro. Und damit das Ganze spannender wird, warten wir auf die Dunkelheit und dann geht's auch schon los. Okay, es ist jetzt dunkel, es geht jetzt los. Ihr habt genau 10 Minuten Zeit, Leute. Okay. Rein! Versteckt euch! Es geht los. Ich muss wirklich richtig steigen. Okay, Leute, ich weiß echt nicht, wo ich hin soll, Alter. Ich hab mir die ganze Gedanken gemacht, aber es ist so schwer in dieser Villa. Was niemand weiß, ich habe ein Bikini an. Ich werde nachher in den Pool gehen und das wird niemand finden. Ich verstecke den Scheiß. Alex ist unten, ich gehe jetzt hoch. Ich bin jetzt hier im Waschraum, Leute. So Leute, ich bin noch in der Küche. Richtig dumm. Ich wollte eigentlich in den Kofferraum. Aber hier steht Rick halt vor der Tür. Denn da muss er einfach nur einmal rein, Leute. Aber ich lasse einmal die Tür auf. So Leute, Sie haben jetzt noch 6 Minuten 20 Zeit und in der Zwischenzeit gebe ich Kommentar-Shoutouts an Leo, Lina und Sophia. Vielen Dank fürs Kommentieren. Ich bin schon gespannt, wen ich zuerst finde. Psst. Ich gehe jetzt mal in unser Zimmer. Okay, fuck, hier ist richtig hell. Soll ich? Hier in den Schrank habe ich mir überlegt. Seht ihr das? Ich habe mich für eine Variante entschieden, Leute. Ich werde jetzt halt die Situation ausnutzen, dass Rick verletzt ist. Und zwar werde ich hoch aufs Dach gehen. Hier ist halt nice, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde schon reinpassen, oder? Oh, oh, oh. Ich muss jetzt hier hochklettern. Und dann muss ich da hochklettern. Ich weiß aber echt noch nicht, wie. Okay. Ich gehe jetzt einfach trotzdem, weil ich hoffe einfach mal, sieht und ich habe hier mein Häkelzeug. Ich wollte mir was mitnehmen, wisst ihr, sonst ist mir langweilig. Scheiße. Okay, er weiß jetzt safe, wo ich bin. Das war auf jeden Fall zu laut. Da werde ich mich nicht verstecken. Ich muss jetzt leider das Licht ausmachen. Ich verstecke mich im Koffer. Let's go. Hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas sehen könnt, aber ich kletter jetzt hier so hoch. So Leute, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, wenn ihr das nächste Hide and Seek nicht verpassen wollt. Es geht gleich los. Kleiner. Hier oben ist der Pool, ich bin jetzt schon mal da oben. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein gutes Versteck ist. Seht ihr das? Ihr passt doch hier gar nicht rein. So Leute, ich hoffe, ihr versteckt euch schön. Ich bin nicht auf dem Weg. Er ist auf dem Weg! Scheiße! Ich hoffe, dass sie sich jetzt endlich mal versteckt haben. Okay, Leute. Ich bin jetzt auf dem Dach. Ich werde ihn jetzt versuchen, von hier oben zu beobachten. Alter, ich habe ihn gerade laufen sehen. So, ich mache jetzt die Tür auf. So, die Zeit ist vorbei. Ich bin auf dem Weg. Ich komme. Alles klar, es geht los. Ist jemand so blöd gewesen, hat sich direkt hier am Eingang versteckt? Ich bin mir so sicher, dass ich Theresa als erstes finde. Leute, ich habe schon das Gefühl, dass man mich sieht. Da ist da irgendjemand ins Auto rein? Wie kann man so schlecht sein? Leute, ich glaube, es wurde schon jemand gefunden. Ja! Hallo! Was ist mit dir? Kannst du mal ein gutes verstecken? Okay, ich glaube, er ist auf jeden Fall noch unten. Scheiße, es ist unbequem. Ich sterbe hier gerade so richtig drin, mein Nacken. Und wenn ich nachher in den Pool will, dann erfriere ich halt safe. Ich habe mir auf jeden Fall mal wieder das ungemütlichste Versteck rausgesucht. Ich habe ein gutes Versteck. Alter, Leute, ich schwör's euch. Mit Theresa macht es einfach keinen Spaß. Das war das Erste. Bleib mal kurz hier. Ich möchte mir ja auch eine Aussage. Theresa, ab ins Gefängnis. Nein, nein. Hör mir zu. Raus mit dir, ab. Penis! Leute, wir werden niemals wissen, von wo das kommt. Junge, Alex schreit einfach immer Penis rum. Ich glaube, er ist irgendwo unten. Alter, ich bin komplett zentral, ganz oben. Kommt niemals hier hoch. Der ist auf jeden Fall bequemer als der letzte Knast. Weiter geht's. Ich schau doch mal in den Weinkeller. Wer hat den Weinkeller offen gelassen? Das war klar, das war klar. Wer auch immer hier diese Weinkeller aufgemacht hat, das war eine schlechte Verarsche. Ich habe extra die Tür offen gelassen. Also, ich fand mein Versteck super. Und das heißt, wir häkeln jetzt einfach eine Tasche. Und ja. Ich guck mal unter dem Bett. Oh. Nein, okay. Im Ankleidezimmer ist auch keiner. Ich muss hier raus. Leute, das Ding ist, mir ist ja meine Kniescheibe rausgesprungen.
Und deswegen bin ich nicht so schnell beieinander, aber ich werde sie trotzdem kriegen. Ganz egal. Ich zeige euch jetzt, dass ich das wirklich ernst meine mit dem Spiel. Und zwar, ich ziehe meine Brille an. Und damit meine ich es jetzt wirklich richtig ernst. Rick, ich werde dieses Spiel schon wieder gewinnen, egal was passiert. Und ich bin hier oben auf dem Dach und von hier aus sehe ich alles. Schaut mal, wie Theresa da sitzt, wie so eine alte Oma. Ach, Feuer. Weiter geht's. Wir kämpfen uns jetzt mal nach oben durch. Ach, ich bin langsam unterwegs, Leute. Oh, oh. Ich glaube, ich höre jemanden die Treppe hochgehen. Ich komme, Leute. Scheiße, er kommt. Ach, Digga. Schmerzhaft. Papa! Hast du es gehört? Wo? Wo war das? Ist es Theresa oder ist es Alex? Jo, ich sehe doch was. Shit! Leute, ich bin mir doch sicher, dass ich die ganze Zeit irgendwas höre. Das ist es schon mal nicht. Wie kommt er nicht her? Ich habe gelogen. Leute, ich habe so das Gefühl, er ist gerade in meinem Zimmer. Das heißt, er wird wahrscheinlich gleich rauskommen. Was war das? Was war das? Ich glaube, ich bin so krank. Okay. Schütze. Wo zum Geier? Ja, genau. Wo? Digga, wo sind die? Scheiße. Jo. Wo zum... Okay. Wo seid ihr? Macht mal einen Mucks. Pöt. Wer ist das immer? Ja, ich finde niemanden heute, ich sag's euch. Lucy ist safe wieder in irgendeinem Loch versteckt. Und bei Alex... Oh mein Gott, Leute. Kann's alles sein. Bist du das immer? Was? Das mit den Sounds? Mhm. Safe. Ja, wirklich nicht. Ich häkel. Die verarscht uns doch. Die verarscht uns doch. Komm schon! Okay, Leute. So, Leute, wenn er auf die Idee kommen sollte, hier hochzukommen, werde ich eigentlich... Komm schon! Oh mein Gott. Wo zum Geier sind die, Alter? Soll ich es einfach risken und rausgehen? Ich bin mir sicher, dass da jemand ist. Schon an mir vorbeigegangen. Scheiße, ich schwöre, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Okay, wir schauen jetzt mal. Stell dir vor, jemand ist da oben hochgeklettert. Junge! Hallo!
Dennis! Alex, ich krieg dich. Vielleicht bewegen die sich ja. Alter, mein Bein ist auf jeden Fall richtig am Arsch. Wenn es so weitergeht, müssen die ihr Versteck wechseln. Penis! Ich glaube, ich habe da was. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe da was. Ich glaube, da ist jemand beim Pool. Wo sind die alle? Warte, es geht um. Scheiße. Penis! Alex, wo bist du? Penis. Alex! Alex, du Reiniger! Wo zum Geier ist der Mann? Leute, ich habe irgendwas gehört beim Pool in der Richtung. Muss doch hier irgendwo sein, Digga. Ich kann doch nicht wieder da hochklettern. Was ist das für ein Scheiß? Alex! Der ist doch safe hier irgendwo versteckt. Ganz dumme Idee. Wo ist der verdammte Penner? Oh Gott, scheiße, ich höre einen Schritt. Oh. Wo ist der verdammte Alex? Mann! Ich schwör's, ich hab keine Ahnung. Okay, da ist er noch. Er ist noch im Wohnzimmer, scheiße. Ich schwör's, ich raste aus. Der sitzt in irgendeinem kleinen Schrank. Was ist, wenn er im fucking Fernsehschrank ist? Die ganze Zeit bei Theresa. Oh Gott, ich muss jetzt nicht drauf. Es klingt so sass, Alter. Oh Gott, er kommt wieder. Aber das kann man nicht aufmachen, glaube ich. Okay, da ist das Safe nicht drin. Okay! Ich will ja drin bleiben, scheiße. Wo? Yo, ich schwöre, der ist auf dem Dach. Er ist einfach auf dem fucking Dach. Jetzt macht alles einen Sinn. Er ist komplett auf dem Dach. Ich bin gerade hochgekommen, weil es oben einen Sound gibt. Ist der wer? Ich schwöre, ich bin gerade komplett lost. Der kann doch nicht auf dem fucking Dach sein. Alex geht nicht aufs Dach. Er geht nicht aufs Dach. Ich muss jetzt irgendeinen anderen Weg finden, um wieder reinzukommen. Hier ist auf jeden Fall ganz schlechte Position. Ich glaube nicht aus. Der will mich doch verarschen. Na! Soll ich ins Auto gehen? Ist das Auto offen? Kann ich mich da abdrücken? Ist es da vorne drin? Oh, scheiße. Habt ihr das gehört? Jetzt mich mal hier drauf. Ich will hier aber nicht im Auto schauen, oder? Ich kann nicht mehr. Ich kann da jetzt nicht nochmal reingehen. Was ist denn das? Oh, Mann. Wenn er hier hochkommt, werde ich mich hier dazwischen verstecken. Und hoffentlich findet er mich dann trotzdem nicht. Ich muss mich jetzt erst abdrücken, sonst werde ich krank. Das ist sie. Shh. Theresa, ja. Was muss ich dir geben dafür, dass du mir sagst, wo Alex ist? Ich habe dir einen Tipp gegeben. Was? Hast du ihn gehört? Was war der Tipp? Ich habe wahrscheinlich dieses ganze Auto schon nass getropft. Okay, wir gehen einmal hier entlang. Rechts. Also, wie ich Alex kenne, ist er safe nicht draußen, weil er Angst vor den Viechern hat. Schaut mal nach, Rick. Der findet mich aber nicht. Rick, du Pimmelmann! Was? Was? Wo war das? Ich habe ihn doch gerade gehört. Er war oben, oder? Ich weiß nicht, ich laufe zum dritten Mal hier hoch.
Soll ich da jetzt echt hochklettern oder was? Niemals. Niemals ist er da. Das kann doch nicht sein! Ich kann jetzt nicht jetzt zum 10. Mal langlaufen. Alex, ich laufe jetzt. Ich raste aus! Ich glaube, ich schau mal. Ich glaube, ich eh. Leute, ich kann hier einfach durchfilmen. Ich kann hier einfach durch so ein Fenster filmen. Na, hör mal! Er ist schon aufgemacht. Ich hab ihn doch gehört! Leute, er denkt, ich bin nicht hier. Hör mal! Er denkt einfach, dass ich da unten bin, weil ich da reinschreibe. Schau doch mal, das kann doch nicht. Na, hör mal! Er denkt, ich bin da. Er denkt, ich bin da. Leute, wie lustig. Ich schwöre euch, ich hätte nie gedacht, dass es das beste Versteck überhaupt ist. Ich dachte, ich bin safe nach oben kommen. Na, hör mal! Mich doch komplett hops nehmen. Der Typ ist da oben und ich weiß nicht wie. Ich glaube, er ist von hier außen gegangen. Alles andere macht keinen Sinn. Hat es herausgefunden, er ist jetzt hinter dem Haus. Wenn er jetzt hochkommt, dann bin ich hinter der Mauer. Leute, das dürft ihr auf keinen Fall zu Hause nachmachen, ganz ehrlich. Junge! Ich bin Twix mit der Koya. Wow. Ich schnapp mir den Typen jetzt. Mir ganz egal. Mir ganz egal. Der ist da. Wer jetzt echt da oben ist, hat er echt Respekt verdient. Ich komm, er ist da. Ich komm, er ist da. Ich komm. Ich hab richtig Angst, hier runterzufallen. Leute, ich hab keine Ahnung, wo ich hier oben bin. Schaut euch das mal an. Der ist doch safe niemals hier. Still. Doch. Da ist eine verdammte Tasche. Da ist eine verdammte Tasche. Und der ist einfach geflüchtet. Da ist er! Ich hab dich! Ich hab dich! Oh mein Gott! Alter! Alter! Was zum Geier machst du hier oben? Wie fucking gefährlich ist das? Er war hier! Oh mein Yo! Gott! Schock meines Lebens, Leute. Digga, ich schwör's dir, damit habe ich nie gerechnet. Alter, Leute. Da lag einfach deine Tasche, die hat dich verraten. Du hast mich als letzte Kunde, ne? Nein, Lucy gibt's noch. Was? Digga, wie suchst du denn? Alex hat Eier bewiesen. Ich muss jetzt Lucy finden und zwar dringend. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder runterkomme, sondern verdammte Axt. Leute, ich bin jetzt hier schon gefühlt eine Ewigkeit. Das dauert ja so unendlich lange. Hallo Tags, wo bist du? Und hier bleibt, soll ich nach uns hingehen? Jetzt mal ganz kurz, no joke, ich muss jetzt Lucy irgendwie finden. Ich bin kein 31er. Geht mir so auf den Zeiger, Mann. Stellt euch vor, sie ist einfach in die Garage rein. Schaut euch das an! Was machst du denn? Junge, warum hast du nichts an? Cool, Freund. Wie, du was? Was? Ja, und jetzt hab ich mich hier versteckt, weil es zu kalt wurde. Leute, ich hab auch Lucy gefallen. Der Gewinner von dem heutigen Spiel ist Lucy! Wenn ihr noch mehr Hide and Seek sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, aktiviert die Glocke und hier ist noch ein Wer kennt mich besser. Peace out!